Topfgucker TV empfiehlt. Also wir beginnen mit dem Wirsing, weil der ein bisschen Zeit braucht. Und wir fangen an, den uns einfach in feine Rauten zu schneiden. So, das war's schon. Und jetzt geben wir den einfach in ein bisschen kochendes Salzwasser. Das heißt, wir blanchieren den kurz, dass der einfach ein bisschen weich wird. Den gießen wir jetzt einfach ab und schrecken ihn mit kaltem Wasser ab, damit er nicht weiter gart, dass er schön bissfest bleibt. Jetzt haben wir hier Sahne, Schlagsahne. Ich habe jetzt hier eine 30%ige, also mit 30% Fettgehalt. Die geben wir jetzt in den Topf und lassen die dann ein bisschen einreduzieren, dass die Sahne richtig aufkocht und dadurch etwas weniger und dicker wird und dann auch intensiver im Geschmack. Geben wir jetzt einfach ein bisschen Salz, Pfeffer und auch ein bisschen Muskat wieder. Mengen das einmal, verrühren das und dann geben wir unseren blanchierten Wirsing hier rein. Der wird jetzt bloß noch mal ganz kurz, so 2-3 Minütchen in dieser Sahne mit gekocht bzw. wieder erwärmt und dann ist er noch schön knackig, frisch. Als nächstes wenden wir uns dem Fisch zu. Schönes Muster mit diesen roten Punkten, ganz frisch eben aus Siebenbrunn von unseren Fischerteichen. Und jetzt beginnen wir einfach, wenn man könnte die Gräten einzeln rausziehen, aber wenn der Fisch richtig frisch ist, geht das immer ein bisschen schwer. Und deswegen fahren wir einfach mit dem Messer hier so an diesen Grätenstrang lang und ziehen den dann so nach außen. Und jetzt widmen wir uns der Hautseite. Dazu schneiden wir hier hinten am Stück ein kleines bisschen ein, gehen mit dem Messer hier rein und ziehen einfach an der Haut den Fisch nach hinten. So. Und dann haben wir hier den enthäuteten Fisch. Dieser wird jetzt mit Salz und Pfeffer ein bisschen gewürzt. Und dann legen wir den noch mal kurz auf die Seite. Jetzt machen wir weiter mit den Kartoffeln. Als erstes schälen wir diese mal. Das sind festkochende Kartoffeln. Also ich arbeite mit diesen lieber als mit halb festkochenden. So, jetzt nehmen wir eine handelsübliche Kartoffelreibe und reiben unsere Kartoffel grob. Also wir verwenden pro Portion so 2 bis 3 Kartoffeln, je nach Größe der Kartoffel. Also wenn Sie jetzt ganz kleine haben, müssen Sie eine mehr nehmen und wenn Sie jetzt ganz große haben, dann reicht teilweise sogar eine. Jetzt haben wir hier so schöne, feine Kartoffelstreifen. Diese werden jetzt einfach wieder mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Muskat gewürzt und dann schön vermengt. Und dann bauen wir da, machen wir uns eine flache Kruste davon. Dann legen wir den Saibling mit der Fleischseite nach unten darauf und den Rest von unseren geriebenen Kartoffeln kommt oben drauf und dann wird das ein bisschen angedrückt, dass es dann auch in der Pfanne schön hält. Richtig die Pfanne, das Öl vorher warm heiß werden lassen, weil wir ja ein bisschen Farbe wollen und dass der Fisch richtig kross wird. Den lassen wir von jeder Seite ungefähr 1 bis 2 Minuten anbraten. Wie gesagt, dass er auf jeder Seite eine schöne Kruste und natürlich auch eine schöne goldgelbe Farbe bekommt. So wie wir es dann haben wollen. So, unser Fisch hat jetzt genug von der Pfanne und möchte jetzt noch mal ganz kurz in den Ofen, dass er noch durchziehen kann. Wir haben den Ofen auf 190 Grad vorgeheizt und lassen ihn dort so 5 bis 6 Minuten im Ofen. Keine Angst, dass es ein bisschen lang wird oder so heiß ist. Das braucht der Fisch, weil wir wollen ja diese krasse, krosse Kruste haben.
und da braucht es die Temperatur und der Fisch wird auch nicht trocken, weil er eben durch diese Kartoffelkruste schön geschützt ist. Jetzt richten wir an, haben wir hier unseren schönen Wirsing, der noch schön bissfest ist, schön mit unserer Sahnesoße, legen davor unseren Fisch als Dekoration. Hier ist einfach noch ein bisschen grober Pfeffermix, sieht immer schön aus. Nehmen noch ein Zitrönchen, immer am Stück geben, dass der Gast selber entscheiden kann, ob er es dazu haben möchte oder nicht. Zur Krönung des Ganzen haben wir einfach noch ein paar Chilifäden. So, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, mir beim Kochen zuzusehen. Ich denke, es ist ein Gericht, was jeder zu Hause auch mal selbst nachkochen kann. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich. Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.